So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Voice of the Tomb Raider. Beim letzten Mal sind wir hier oben stehen geblieben, haben gerade beide, Krypten gefunden und wollten eigentlich gerade hier hochgehen, wo mein Speicherplatz gemeint hatte, nein, die Aufnahme ist zu lang geworden, weil es irgendwie 2,5 Stunden Aufnahmematerial mindestens waren, weil ich einfach diese Krypten nicht gefunden habe, oder generell diese eine hier. Die hier unten habe ich halbwegs schnell gefunden. Wie gesagt, die hier oben war knifflig, da muss ich erst drauf kommen. Ich hätte schon aufgegeben, wollte eigentlich dieses Münzversteck finden. Und ja, dann kam dieser Kryptoeingang auf einmal. Oh, Merke, aber egal. Wir wollten jetzt hier hochgehen zu dem Shop. Also gehen wir jetzt erstmal da hoch. Ganz schnell mit der Schnellreise, so wie man es kennt. So. So, dann einmal rein und wie viele Münzen haben wir überhaupt? 102, okay, Noch interessant. mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Nein, du tauchst bitte nicht kurz vor sie ab. Das Kommando-Outfit finde ich immer noch interessant. Und was haben wir hier? Immer noch Gewehrlaser-Zielfernrohr für 25. Was ist das? Granatwerfer, Alter. Nur den werden wir doch auch safe nochmal von der Story kriegen. Jetzt mal ganz ehrlich. Die werden wir auch safe von der Story kriegen. Den Schalldämpfer haben wir für ein Sturmgewehr, das reicht mir. Hier eine Schrotflinte kriegen wir auch hundertprozentig von der Story. Dieses Militärgewehr ist auch geil, aber wir kriegen ja Gewehre theoretisch vom Game her. Und wenn wir nicht so ein geiles kriegen, kriegen wir schon nochmal. Ah, jetzt erstmal das Kommando-Outfit. Also halten zum Getränke kaufen, okay. Perfekt. Wollen wir das Laserzielfernrohr? Komm, nehmen wir das nochmal mit. Das gibt's nicht auf dem freien Markt. Noch lange nicht. Ist absolut neu. Nö, Laserzielfernrohr, nö. Gibt's nicht auf dem freien Markt, nee. Glaubst doch nur du. Pistolenschalter, nee. So, wir gehen mal kurz zum Lager und gucken uns das Ganze mal an. Obwohl, das wird ja automatisch angebracht, heißt es ja. Ja, okay, doch. Könnte man sogar sagen, das ist akkurater geworden. Aber unser Outfit will ich mir mal angucken jetzt. Kann man das bitte hier anziehen? Aber vorher Fähigkeitspunkte haben wir 2 Stück sogar. Oh, hier unten, Herz aus Stein. Das kann man auf jeden Fall mal machen. So, komm, machen wir aus, weil ich kill nochmal. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist immer ganz nützlich. Auch nur im Nahkampf, aber wenn du Nahkampf hast, das bremst dich, dann willst du die schnell wie möglich weghaben. Aber im Inventar war das genau. Ausrüstung. Nee, doch nicht Ausrüstung. Handy, das war nicht Inventar, wo waren das? Unter Waffen war das. Ja, auch so geil. Wo haben wir denn das jetzt? Kommando hier. Ach, lull. Was gewährt mir das? Ja. Die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert, brauche ich eigentlich nicht. Ah, Bruder, so rennt man doch nicht hier rum. Wenn ihr da kalt ist, dann weiß ich es auch. Warum? Aber ganz klar. Aber warte mal. Warum ist das Infiltrieren so weit oben? Gerade. Das Infiltrieren war das. Das würde ich schon eher nehmen. Aber trotzdem, wir bleiben bei der Jacke von Jacob. Ja, weil es am nächsten dran ist also von dem, was man braucht. Braucht er schon. Von dem, was hier ja getragen werden würde. Halt, außer das hier. Das würde ich natürlich nehmen. Aber das wurde mir einkassiert sozusagen. Deswegen will ich es auch nicht nutzen. Aber egal. So, was haben wir denn jetzt, was man so sammeln könnte? Hier nochmal ein Münzversteck. Ja, es ist ja immer noch eine Road to 100% Folge. Da muss man ja auch mal ein Münzversteck finden. Und nicht nur shoppen gehen.
7 Münzen. Wollen wir jetzt noch welche? Hier unten hatten wir welche. So. Achso, und ich wollte auch mal, ja stimmt. Ich wollte da mal rein. Was ist denn das eigentlich? Irgendeine Höhle. Nee, da war sie nicht. Hier war sie. Okay. Wir haben wieder neue Hinweise, würde ich sagen. Wird ja auch Zeit. So, natürlich, wo soll es doch anders sein? Ganz am Arsch der Welt wieder. So, komm hoch hier. Guck, das meine ich. Da haben wir doch eins. Und 6 von 7 gefunden. Oh. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Da haben wir es doch direkt. Okay, hier liegt ein Dokument. Yep. An alle, die... So, ihr wisst es, ihr könnt euch durchlesen, wenn ihr das pausiert jetzt. Ansonsten, ich mache jetzt weiter. Ach Leute, das sieht man ja auch nur, wenn man draufsteht. Ja, gut. Ui, wieder eine besondere Tierhaut. Ah, hier haben wir den Monolithen, Alter. Gibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge? Ja. Och, danke. Die letzten drei Sachen. Den aber nur stumpf collecten. Ja, dann schaltet man hier anscheinend erst frei, wenn du den Monolithen entziffert hast. Vorher kannst du die anscheinend noch gar nicht kriegen. Also. So, hier schön in der Ecke. Und dann jetzt da noch. Ich wusste doch, dass hier welche sein mussten. Das ist, guckt euch das mal an, das ist der perfekte Spot dafür, Alter. So, und perfekt, hier haben wir alles fertig. Also muss ich nur zurück zum Basislager hier. Achso, Leute, das war doch gerade der Weg zum Basislager, Alter. Und dann können wir einen weitergehen. Schnellreise. Hier rüber und hier sind wir jetzt gerade sowieso. Heißt, mit der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Halt, ja, mit dem gesamten Zeug hier. Also hier unten rechts seht ihr sogar nochmal kurz die Wiederholung, was gerade so passiert ist, bevor wir Otto 100% gemacht haben. Das mit dem Auf den Krieg vorbereiten. Ja, nee, auf jeden Fall, die nächste Folge wird dann wieder eine Story-Folge sein. Und bis dahin, ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.